Hallo Martin hier, ich grüße euch, der Optionstrader. Und zwar immer bitte den Risikohinweis lesen. Das ist jetzt hier eine Übung, Wiederholung für Basic Optionen. Freitag ist es jetzt nach Börsenschluss und das ist jetzt das Demo-Konto. Und ich würde gerne einfach mal so ein bisschen das in den Optionsgrundlagen 1 und 2 diskutierte Theorie jetzt auch ein bisschen in die Praxis, in der Praxis diskutieren. Die Aktienmärkte sind, wie gesagt, zu und deswegen haben wir noch jetzt einige Futures-Märkte offen, die sind um 22 Uhr oder schließen um 23 Uhr, machen wir mal Gold. ES ist jetzt für 15 Minuten auch gerade geschlossen. Das ist jetzt der Goldmarkt hier. Ne? Das ist der Gold Future. Wir haben hier die Gold Future zum Beispiel. Ne? Und die Preisung des Futures ist so in der Form, wenn wir einen Future kaufen hier in Gold, dann bewegen wir ein Volumen von 150.000 Dollar. Und der Tickwert ist hier 10 Dollar. Also sprich, wenn wir jetzt hier 15, 15, 30 haben, ne? Wenn wir jetzt 15, 15, 40 haben, dann haben wir 10 Dollar plus, wenn wir long sind, oder wir short sind, 10 Dollar minus. Ne? Und bis wir 1, also praktisch diese 1, wenn wir jetzt auf 16 kommen, ne? 16 auf 17, ist es ein 100er und der Rest dann eben 1000er. Ne? So ist das. Heute war übrigens Optionsverfall, Freitag 19 Uhr, deutsche Zeit, jetzt 18 Uhr, aber nächste Woche wieder 19 Uhr. 30, ne, ist der Weekly Optionsverfall. Danach kann der der Goldmarkt wieder in etwa andere Richtung einnehmen, aber ist was anderes. So, erinnert euch, wir haben die Calls und die Puts besprochen. Nochmal eine kleine Wiederholung. Ja, das sind die Calls und das sind die Puts. Diese Calls hier geben mir das Recht, den Gold Future, ne, bei diesem Strike zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem. Ja, zu kaufen. Ja, oder verkaufen, ja, mit Putz. Ja, genau. Ne, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen 1540er Call kaufe, bezahle ich heute 220 Dollar. Ne? Und wenn der Markt diese Richtung einschlägt, ne, dann bin ich hier sozusagen Future Long. Das heißt, von 40 auf 45 sind das 500 Dollar. Ne, und dann würde ich praktisch schon bei 1542,20 mein Break-Even haben. Ne, das berechnen wir immer so, ne, so ganz klar. Wir zahlen hier die 220, das heißt, der Markt muss auf 1542,2 kommen, da bin ich Break-Even, alles was drüber ist, läuft eigentlich mein Future dann, läuft mein Call dann, oder mein Gewinn wäre dann, wie beim Future, jeder Tick würde ich dann entsprechend gewinnen. Also bei Verfall, vor dem Verfall nicht ganz, weil das Delta dann erst 0,5 wird, aber das wird was anderes. Aber bei Verfall, wenn ich dann höher bin, also der Verfall ist bei 15,60, dann hätte ich von 15,40 bis 15,60, wie gesagt, 2000 verdient, minus die Prämie, also 1,8. Ne, so muss man sich das sehen. Wenn der Markt in den 7 Tagen gleich bleibt und ich nichts anderes tue, dann werde ich diese Prämie verlieren, die wird dann 0 sein. Das war, wie gesagt, mein Spiel und mein Risiko. Das gleiche gilt für die Put-Seite. Ne? Ich kann hier, wenn ich Future Long bin, ja, zum Beispiel, und mir hier einen Put kaufe bei 15, ja, dann habe ich das Recht, den Future hier bei 1500 zu verkaufen. Dieser Preis kostet, oder diese Absicherung kostet für 7 Tage 330 Dollar. Mein Risiko wäre natürlich, wenn ich jetzt den Dezember Future hier reinnehme, das ist dieser hier, ne, immer mal darauf achten, welcher Future hier das Underlying ist. Das ist 1515, das heißt, ich hätte
bis 15 hatte ich $1.530 Risiko plus die Prämie, also 1.860 wäre mein Risiko, 330 plus das. Mehr kann ich in 7 Tagen theoretisch nicht verlieren. Das ist das Interessante. Und wenn der Markt natürlich entsprechend steigt, wo ist mein Break-Even? Der Break-Even ist diese Prämie, das heißt $300 muss ich ja erwirtschaften. Das heißt, ich werde ungefähr bei 15,18,60 sowas, also $3 noch ein paar zerquetscht. Das kann der Markt ja locker machen. Und dann hätte ich den Break-Even und dann seht ihr theoretisch, das ist alles beim Verfall. Ne? Wenn ich das heute aufsetze und der Markt morgen oder nächste Woche $10 oder nur $2 höher set, also $2 notiert, $2 höher, also sprich bei 15, 17, dann habe ich zwar noch nicht diese 330 verdient, aber ich habe noch auch am Montag hier noch einen Restwert. Das heißt, der ist dann billiger und dann kommt es darauf an, wie viel hier noch übrig ist. Das sind dann, sag ich mal, $200. Dann könnte ich schon im Gesamtplus sein. Ne, das ist hochinteressant. Ne, natürlich, wenn der Markt fällt, komme ich in halt mein Verlustrisiko. Das ist ja nur ein Beispiel. Ne, das heißt, ich kann jeden Strike wählen. Wir haben gelernt, dass die Preise hier at the money, ja, immer am teuersten sind und dann out of the money natürlich immer billiger werden. Das wird immer so sein. Das hat mit der Wohler nichts zu tun. Das ist einfach so, dass die weiter weg liegen, dann immer billiger werden. Ne? Wie gesagt, Call, ich habe das Recht zu kaufen, Put, ich habe das Recht zu verkaufen. Und das, diese Option beziehen sich auf einen Future. Das Underlying steht hier, das ist dann der Dezember Future. Ne? Das Problem ist, ich sage es euch, wenn ich jetzt hier einen Februar Future kaufe, ja, und mich mit einem Dezember Put absichere und ich bis zum Verfall in 7 Tagen nichts mache, ja, was passiert denn dann? Habe ich denn dann ein großes Risiko im Markt am nächsten Tag? Jetzt denkt mal eine Minute nach. Interessant, ne? Also ich gehe jetzt diesen Future, ne? Long, ja? Dieser Future bezieht sich nicht auf diese Option, sondern der Dezember Future. Und die Frage ist, wenn ich Dezember, also wenn ich Optionen für den Dezember Future kaufe, ja, und bis Freitag nichts mache und der Markt geht runter, ja, was passiert denn dann in meinem Depot? Ne? Also ganz, also jetzt die Antwort, der Februar Future bleibt im Depot, er wird nicht ausgebucht, ja, wird nicht ausgebucht. Ich bekomme einen Dezember Future Short ins Depot. Ne? Ja, weil ich ja ein Minus-Delta habe, also ich bin mit einem Put-Kauf, ne, bin ich ja Short und ich habe das Recht, ne, den Put zu verkaufen. Bei Verfall aber, wenn der Markt zum Beispiel bei 14,90 jetzt settelt, ja, dann macht die Börse das für mich. Ja, die Börse wird dann settlen und sagen, Herr Lusek, Sie bekommen jetzt hier einen Future, also wir verkaufen jetzt Ihren Dezember Future bei 1500 und auf meinem Konto gibt es aber keinen Dezember Future. Aber die verkaufen mir den. Das heißt, ich bin dann Dezember Future Short, bin aber gleichzeitig Februar Future Long. Das heißt, ich habe ein Delta von 0. Ne, ich habe in der Hinsicht kein Risiko. Ja. Das heißt, vielleicht ein kleines Spread. Ne, das heißt, ein Delta ist der Februar Future. Das ist ein Plus Delta. Und wenn ich dann den Dezember Future Short bin, ist es minus ein Delta. Also bin ich neutral. Also mir passiert nichts. Ne? Also nicht, dass ihr Angst haben müsstet. Das passiert es nicht. Man sollte aber trotzdem eben aufpassen, dass man den Future nimmt. So, mehr gibt es momentan nichts zu sagen von dem Wissensstand her. Doch gibt es, und zwar das In the Money. Ja, wir haben auch hier besprochen, was ist In the Money. In the Money sind immer die Strikes, die die nicht das Ziel erreicht haben, also auf der Put-Seite sozusagen alle Preise, die unterhalb des aktuellen Preises sind. Das sind fast, also knapp
ab 15 fängt es an, das sind alles bis auf, also diese sind out of the money, das sind also at the money, bei 15, das ist also am Geld, für die 15er die Call- und die Put-Seite und auf der Call-Seite ist alles andere dann out of the money und diese Optionen sind in the money. Einer der wichtigsten Faktoren in der Optionswelt ist der Zeitwert. Ne? Die Out of the Money Optionen haben nur einen Zeitwert, die In the Money Optionen haben einen Zeitwert und einen inneren Wert. Ne? Und es gibt eine Call-Put-Parität, das heißt, der Zeitwert auf der Call-Seite ist equal dem Zeitwert auf der Put-Seite. Ne? Die unterschiedlichen Preise hängen von dem Spreads ab ein bisschen, wenn wir tief im Geld liegende haben etwas größeres Spread, sodass die Berechnung nicht richtig stimmt. Schaut euch immer dann die Put-Seite an, dann habt ihr ungefähr einen guten Eindruck. Und ich beweise euch das, dass wir hier keine Arbitrage machen können. So, angenommen, wir machen jetzt mal einen Future Short. Ja, Quatsch, einen Call, einen Short Call. Wir verkaufen diesen Call und ich kaufe diesen Put. Ja, und ich mache diesen Future dazu. Also Long Future. Ja, dann habe ich hier 1500. Ja. Und es zeigt mir, dass ich hier keinen Vorteil habe. Ja, das heißt, ich gehe Future Long. Wie bin ich denn deltamäßig drauf? Das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen, sorry. Aber das machen wir als nächstes. Ja, also guck mal. Ein Future Long, oder wir können es jetzt schnell machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Ein Future ist ein Delta, sage ich mal. Bei Aktien sind es dann, können es 100 Delta sein, wir können es aber auch auf ein Delta machen, also es ist immer so ein Delta, ja, ein Delta Long. Kaufst du einen Future, bist du ein Delta Long. Und Optionen sind Derivate, ne, in der Form, und sie haben hier eben nur Bruchteile, ne, des Deltas, weil es ein Derivat ist. Und die Put-Seite hat ein negatives Delta und die Call-Seite hat ein positives Delta, ne, ganz einfach. Und das gehört zum Handwerkszeug jeden Options Traders, die Delta, das Delta-Verständnis. Und bedeutet nichts anderes, dass wenn der Markt, oder wenn ich jetzt diese Option kaufe mit einem Delta 0,41, dann wird meine Option eben um diese Einheit teurer, wenn der Markt um einen Tick steigt. Ne? Das wären jetzt hier 100 Dollar pro Dollar. Ne? Und hier ist es so, dass dann die 41 Dollar dazukommen. Das heißt, diese Option wird 41 Dollar mehr Wert haben, wenn der Markt um 1 Dollar, sprich 100 Dollar, dann steigt. Also ein Punkt sind 100 Dollar dann. So kann man das dann ungefähr rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Call kaufe, dann weiß ich, okay, wenn das Ding um 1 Dollar steigt, dann bekomme ich 20 Dollar hier dazu. Das könnt ihr so ungefähr hier auch abschätzen. Dann schaut mal her, zwischen diesen Strikes ist ein 100 Dollar Abstand fast. Ne? Und 1 Dollar sind ja 20 Dollar, das heißt, wenn das Ding 5 Dollar steigt, das ist ja nämlich der nächste Strike, das sind 5 Dollar, ne? Dann wird ungefähr diese Option, ne, die ich dann hier für 2 Dollar habe, ne, die habe ich genommen, ja, glaube ich, ich glaube, diese ja war es, ne? Haben wir ja gesagt, 20 Dollar dazu mal 5 sind 100 und dann kommt die Berechnung fast schon hin, ne? Dass man sagt, das wird nie genau sein, weil natürlich dann sich das Delta auch wieder ein bisschen verändert, wenn du mehr Ad-Money kommst, das Delta wird höher, also da wird dann pro Dollar das immer ein bisschen mehr, aber so Pi mal Daumen, ja. Und du siehst, wenn ich jetzt diese Option kaufe und der Markt steigt um 1 Dollar, kriege ich hier nur 10 Dollar. Das heißt, wenn ich diese Option kaufe und ich habe hier schon ein Spread von fast schon in der Midpoint bekommen, vielleicht war es schon 10 Dollar Verlust, dann muss ich theoretisch schon 2 Dollar machen, um da ein bisschen Profit zu haben. Ja, okay. Und so kann man sich das Delta vorstellen. Und es ist immer wichtig, welche Delta, wie du deltamäßig positioniert bist. Und jetzt mache ich eine Delta-neutrale Position. Das wäre jetzt zum Beispiel Future Long. Ich gehe einen Future Long, da steht hier 100, aber das ist bei Future natürlich anders. Obwohl, das ist der Multiplikator, ja. Und dann kaufe ich einen Put, sage ich mal, hier at the money bei 15,20. Ja? Oder 15,15, muss ich gucken. So, das heißt, das wäre hier der Preis. Und ich verkaufe gleichzeitig einen Call. Ja? So.
Dann habe ich hier, ich mache es mal vielleicht mit einem anderen Preis. Ich mache es mal mit dem 15er, warte mal. Ich gehe für, da kann man es besser rechnen. Ne? Ich verkaufe hier den, ne, und kaufe diesen Put hier bei 1500, ja. Und dann habe ich, was ist denn jetzt los? Achso, ich habe den, warte mal. Warum ist das jetzt 7? Ach, das ist Februar, wieso kommt der jetzt hier rein? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. War vorhin doch ganz anders, oder? Sag mal, siehst du? Verwirrung. Das ist jetzt der Februar-Future, also nehme ich jetzt halt auch ein bisschen Februar. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum man den hier reinmacht, aber gut. Soll so sein. Ja, ist jetzt ja völlig egal, ne? Wir verkaufen. Moment, mal wieder die 13, die 15, Entschuldigung. Oh, Kinder, was ist denn jetzt hier los? Mal hier. So, verkaufen den 15er. Kaufen den 15er Put. Und jetzt müsste man eine glatte Zahl bekommen. Genau. Das heißt, wir sind hier Delta neutral. Ne? Ja, das, diese Zeitwerte sind dann identisch, ne, mit dem Underline. Das heißt, das kann man dann so interpretieren, wenn ich dieses Ding jetzt kaufe, habe ich keinen Vor- und keinen Nachteil. Ne, das ist einfach ein sinnloser Trade. Ne, denn es ist so, wenn der Markt steigt, ich bin ja total gehedged, das heißt, ich bin Short Call, aber ich bin ja Future Long. Ja, das heißt, ihr könnt es so als Eselsbrücke nehmen bei Settlement. Was passiert beim Settlement? Beim Settlement, egal wo ich bin, werde ich mit 1500 ausgebucht. Versteht ihr? Also wenn der Markt hier bei 1540 ist, werde ich bei 1500 ausgebucht. Wenn er unten ist, auch 1500. Wenn er genau bei 1500 ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch ausgebucht, weil es gibt nie kein glattes. Es gibt immer entweder einen Tick höher oder tiefer. Ja, wenn da nehmen sie die 0, Stellen. Und da ich ja sowohl ein Put als auch ein Call habe, ja, versteht ihr, bin ich ja mit einem Tick, bin ich ja entweder in the money, ja, bei Verfall, also bucht mir das System diesen Future aus, dieser verfällt dann wertlos. Und umgekehrt bin ich im Call, da bin ich Short Call und Long Future. Was ist denn das? Ne, wenn ich Short Call, Long Future bin, ja, ne, das heißt, ein Delta Long, ja, minus ein Delta Short in dem Fall. In dem Fall ist es noch kein Delta, bei Verfall ist es minus ein Delta, weil ich habe eine Option verkauft. Ich habe hier ein positives Delta, aber ich verkaufe, habe ich also ein negatives Delta. Also bin ich Delta neutral, ne? So, das heißt, was passiert denn beim Verkauf? Ne? Ich habe die Pflicht, ne, als Verkäufer, ne, das Underline hier zu verkaufen. Ich habe ja kein Problem damit, weil ich habe ja das Underline, ich habe aber halt auch keinen Gewinn in der Form. Deswegen ist diese Position, dass es nun versteht, Delta neutral. Das heißt, eine sinnlose Position. Jetzt machen wir mal eine sinnvolle Position. Ich kaufe diesen Put, ich verkaufe diesen Call und kaufe, gehe das Underline long. Dann seht ihr, haben wir schon einen unterschiedlichen Preis. Der Preis ist 15,26,8. Und jetzt bin ich aber Delta Long, ja, weil dieses Delta ist nicht gleich diesem Delta. Ich mache vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer zu diesem Delta. Schaut mal, minus 0,478 und schaut euch dann 0,524. Oder seht ihr, das ist nicht haargenau, aber dass das fast dann ein Delta 1 ist. Aber wenn ich jetzt hier den nächsthöheren, ne, verkaufe, dann habe ich 0,02 oder 0,03. Ne, Delta Unterschied, ne, und deswegen, und ich habe ja einen Strike-Abstand von 500, das bedeutet, wenn ich jetzt diese Position einnehmen würde, ja, dann habe ich hier $200 Risiko. Warum? Weil ich bei 15,20 gesettelt werde, im schlimmsten Fall, ne, wenn ich verliere, also wenn der Markt fällt, werde ich bei 15,20 gesettelt. Ich habe aber 15,22 bezahlt. Das ist der Zeitwert, den ich hier noch dazwischen habe. Du zahlst immer einen Zeitwert. Wenn der Markt aber durch die Decke geht, erinnert euch, dann würde ich hier $300 Gewinn haben, ja, und werde ich dann auch ausgebucht mit einem Gewinn. Das ist gleichbedeutend
mit zum Beispiel dieser Konstellation, dass ich hier diesen Call kaufe und den anderen verkaufe, das ist dann schon eine Strategie, oder zahle ich auch nur $200, das ist genau das Gleiche. Ja, nur, dass ihr das so ein bisschen mal verstanden habt, hoffe ich. Ja, und bedenkt, ich kann einen Call Put kaufen, ich kann einen Put, einen Call kaufen. Als Käufer habe ich immer das Recht, ne? Und als Verkäufer immer die Pflicht, das Underlying entsprechend zu kaufen, ne? Oder zu verkaufen als Short-Inhaber. Ne? Als Käufer, ne? Seht ihr von der Margin her, wenn ich jetzt diese Put-Option hier irgendwo kaufe, ist egal wo jetzt da, kaufe ich jetzt eine Put-Option, dann seht ihr von der Margin sehr gering. Ne? Hier, das ist nur mein einziges Risiko in der Form. Wenn ich die gleiche Position, ne, muss ich schauen, 65, jetzt Short eingehe. Also wenn ich jetzt hier die verkaufe, dann passiert Folgendes. Ja gut, ich habe jetzt hier andere Sachen im Depot. Das ist jetzt für den Markt uninteressant. Machen wir beim ES. Ja, der S&P, der steigt in uns endliche. Wahnsinn, unglaublicher Markt, echt. Hier ist genau das Gleiche. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Put im S&P jetzt kaufe, habe ich diese Margin, nur dieses Risiko. Und den gleichen Put, wenn ich diesen verkaufe, dann ist es ja so, ich habe ein höheres Risiko. Und da seht ihr, das ist meine Margin, ne? Das ist meine Prämieneinnahme. Und ja, ist eigentlich kein vernünftiges Verhältnis, dieses Risiko. Und ja, das würde man jetzt so nicht machen. Aber da seht ihr, das bin ich in der Verpflichtung, das wird von meinem Konto hier blockiert, ja. Und damit kann ich nicht mehr arbeiten. Und das garantiert dann auch in irgendeiner Form natürlich auch hier die die Markteffizienz, dass auch die Gelder in irgendeiner Form auch, ja, soweit es geht, garantiert sind. Das durch diese Blockierung der Gelder. Ja, das ist ein sehr schönes System. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich glaube, wir haben es mal so schnell durchgekaut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und kommt bald wieder in den nächsten.